Tja, da wieder Lutz prüft nochmal alles und gibt die Partie jetzt frei. Anstoß für Köln in den rot-weißen Trikots und die Bremer in, was ist das? Ohne Spielpraxis oder dergleichen. Oh, jetzt so, spielen sie mit dem Feuer da hinten, die Bremerinnen. Das ist jetzt gerade nochmal gut gegangen und jetzt vielleicht gleich auch nichts. Da ist die Möglichkeit und da ist das Tor für Köln, 16. Minute. Es ist Jana Bäuschlein. Bäuschlein, die sich hier den Ball selbst holt, einmal vorlegt, anvisiert und dann mit Innenpfosten rein ins Glück. Aber das war nicht nur diese des SVW. Manon Klett hat noch ein Grinsen auf dem Gesicht, die Kölner Schlussfrau. Mal sehen, ob das gleich immer noch so ist. Matthijs oder Lürsen? Lürsen direkt. Lürsen wunderschön mit dabei. Und hier nochmal dieser traumhafte Freistoß von Lürsen, der hätte genau gepasst. Wichmann. Wunderbar. Top gespielt vom SVW. Die Riesenchance für Lürsen. Sie hatte zwar ihre Situation da hinten spitz auf Knopf gut gelöst. Ah, und jetzt wieder so ein Ballverlust. Das darf nicht wahr sein. Die Chance für Islaka. Meine Güte. Mal sehen, ob sie wieder darf, die Nina Lürsen in ihrem 101. Spiel für Bremen. Ja, und schön. Oh. Publikum meldet sich nochmal. Der FC auch mal mit einer kleineren Druckphase. Und mit dem Elfmeter. Und ich glaube, der geht in Ordnung. Das ist total bitter für Bremen. Das muss man wirklich sagen. Den Kölnerinnen wird es total wurscht sein. Wendy Islaka trifft gegen Anneke Borbe. 2-0. Viertes Saisontor für Islaka. Keine Chance natürlich für Anneke Borbe, aber man muss schon wirklich sagen, was ist das heute für ein Spielverlauf? Nochmal eine Möglichkeit für Bremen und jetzt gibt es Elfmeter. Strafstoß für den SVW. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf die Zeitlupe, denn das sah jetzt erstmal meiner Meinung nach keine richtige Entscheidung, hier diesen Elfmeter zu geben. Strafstoß also auch auf der anderen Seite. Michael Ulbricht gegen Manon Klett und Klett hält. Es passt ins Bild. Schöner Versuch. Gabritsch, das wollte sie ganz souverän lösen, hat nicht geklappt. Ulbricht lässt durch, der Abschluss ist gut. Klett ist da. Pariert. Schluss, aus, vorbei im Franz-Krämer-Stadion. Sascha Glas kann jubeln, denn der 1. FC Köln gewinnt mit 2-0.